Geh vorbei, wollen wir sehen, was da so geht. Ja, cool, ja. Mal sehen, wie sattelfest deine Oh, Basis schon da ist noch ist. so ein Hübscher neben dir. Und damit, hallo, bei Ark. Ja, aber Bei dieses wem? Mal SOTF. Ja, bei Koja. Wir haben uns ausprobiert. Ja, ihr seht jetzt wie. Der Kuya hat sich auf jeden Fall wieder übertroffen. Ja, das stimmt schon. 30 Sekunden haben wir circa noch und 93 Spieler. Schade, dass die besonders schöne vom letzten Mal nicht hier ist. Dann wäre ich hingegangen, hätte gefragt, Mama? Ja. Ich glaube ja, du hättest nach einem Date gefragt. Mama, Dann bist du es? aber so betont wie das Viech bei Dr. Doodle am Ende. Mama! Ich hatte eher an Fallout gedacht. Oha. Bei Fallout beim ersten Teil konntest du doch deine Intelligenz 5 ganz Sekunden. runterdrehen auf null. Und dann konntest du nur noch mit oder antworten bei den Dialogen. Und dann hast du natürlich nie was erreicht, bis auf bei einem. Der war genauso dumm, auch und war das ganze Gespräch immer und du antwortest. Und am Ende fragt derjenige, also der Gesprächspartner dich da so, Mama, Mama, bist du es? Das ist so geil. Erinnert mich irgendwie an den Spruch, wenn ein Krieger einen Intelligenz-Debuff draufkriegt, dann kann er noch nicht mal mehr laufen. Genau. Ey. 1000 Watt Dynamo, aber in der Oberstufe brennt kein Licht, wa? Scheiße, ich hab glaub nichts bekommen. Glaube auch nicht. Ich glaube, ich Nee. schon. Seid ihr hinter mir? Jawohl. Ja. Ja, du Weiter auch, vorne? Xa. Bin ganz vorne und hüpfe gleich runter. Ach da, ich sehe euch. Wir folgen dir dezent. Ich habe nur wieder keine Ausdauer. Links von uns hops gerade einer einzeln runter. Ja, soll er mal, ne? Doch, wenn er ein Speer hat, haben wir jetzt schon Pech. Ja. Den kann er doch nicht bedienen. Wir sind immerhin schon zu viert. So, 4 mit Fäusten gegen einen mit Speer. Ich glaube, ich weiß nicht, dass das ausgeht. Ah ja, also ich sag mal, nicht zu null. Die Ecke kommt mir bekannt vor hier. Meinst du, hier waren wir schon mal? Ja. Rechts unten ist es auch einer. Der hat schon eine Headshot, wie es aussieht. Ja, hat mir gerade einer von euch eine gelangt oder? Nee, nee. Ich glaube, das war der Rembe. Was? Ja. Eindeutig, mir hat eine gelangt. Im Leben nicht. Ich Ja, hab's ich hab leider nicht gesehen. das Hätte ich genau verkauft. gesehen. Ah, komm, bisschen Stein. Hallo? Das ist nicht sammelbar, na super. Hier aber, komm, Ich habe rein, ein hier vorne. Sammelband vor dir weggeschnappt. Ja, danke schön. Immer wieder gern. Nicht mehr was. Aber irgendwie, vorhin sah das doch hier anders aus, oder? War doch dichter bewaldet. Wir Was waren war? weiter rechts. Silos. Wir sind ja Weiter. schon am Fluss hier, du. Wollen wir ein bisschen zum Wald rübergehen, oder? Ich sehe euch nicht. Ach da, hab euch. Moment, aber ich höre es gerade nicht. Ja. Ah, da ist jetzt hier. Kampfticker, ach da unten. Wo seid ihr? Ach da. Hinter Wer immer Rempe da rennt am er Kämpfen? nachher. Hinter Rempe rennt wer. Das bin ich. Hab so eine blöde Magenneure am Hals. Oh, da sind ganz viele Dinos, Ohne. die nagen an was rum. Los, wir müssen verschwinden hier, die ganzen Libellen da. Ja, lass uns irgendwo hoch in den Wald gehen. Hier ist immer viel zu offen. Hoch in den Wald an den ersten Baum da. Eissituation, wo wir hier gerade sind. Leute, wir laufen, wie gesagt, noch ein bisschen rüber zum Wald. Der fängt Bei gleich uns gleich liegt erstmal. übrigens Ich hab noch noch nicht einmal wer, da gelevelt. rennt einer. Der da rennt, der schreit bestimmt gleich: Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Nee, der hat gerade die Magenneure am Hals. Jo, dann. Lass ihm seinen Spaß und wir verkrümmeln uns hier. Seht ihr mich? Seid ihr bei mir? Ja, warte mal eben, einen Moment. Also nicht genug. Nicht genug Dings, Setsch, das gibt's auch gar nicht. Ich hab die irgendwie die ganze Zeit hinter mir.
Ach, und jetzt habe ich einen Dilo. Kann ich was machen, aber gerade habe ich noch keine Ausrüstung. Von irgendeinem Event, das klingt gerade so. Ja, da war noch wer. Achtung, oben beim Felsen ist einer. Ich sehe es, ja. Da sind zwei. Geht runter. Viel Spaß hänge. Euch, bis später. Ich hänge. Ja. Tschüss. Tschüss. Hänge im Baum. Tschüss. User left your channel. Warte, ich hänge im Baum fest, das gibt's doch gar nicht. Warte. Kam ein Speer, da hatte ich nicht viel, ja. Toll, jetzt habe ich die Hälfte an Leben verloren, nur um mich aus dem Baum rauszuholen. Ach, hier ist einer mit Speer, das war's. Ist es der Stank? Ja. Was, Tribe mit Koya, was killed bei Koya Let's Play? Achso. Ja, das ist, ja. Ja, die Anzeige haben wir gestern schon gesagt. Lebst du noch, Rambo? Ja. Rambo und du leben noch. Wo bist denn du? Wie ist weiter oben am Wald? Mann, Mann, Mann. Ja. Das wäre toll. Ja, wir haben super Chancen, Mann. Ich glaube, das brauche ich gar nicht aufnehmen. Och. Hey, irgendwas frisst gerade meine Leiche. Wahrscheinlich ein Dilo. Da ist ein Dilo. Na, meine Leiche ist keiner. Wart's ab. Der Dilo hast kommt sicher an. Gleich zu dir. So, die haben schon drei Dilos sind davon schon satt. Vom Oberarm, vom rechten. Ja. Ach, leck mich doch. Koja. Nee, jetzt schmeckt nicht. Aber schau, die zwei leben immer noch. Ja, wie sieht's aus? Uff, ja, ich crafte hier gerade, aber ich finde dich irgendwie nicht. Ich bin hier etwas oberhalb noch, immer noch. Speer habe ich jetzt. Speer habe ich jetzt auch. Angeplündert bin ich auch einigermaßen. Wir üben ja immer noch ganz fleißig für das Tournament, bei dem wir morgen mitmachen. Ja, und darum haben wir gesagt, die eine Runde reicht uns nicht. Wir probieren das nachher dann gleich noch einmal. Remba ist gar nicht gestorben, nein, der hat die Runde dann abgebrochen, damit wir die nächste machen können. Hoffentlich vergisst er das auszumachen. Ja, genau. Hat er ganz schnell seinen absolut Final Countdown. Das hört sich an, als würde er es jetzt live von seinem Kassettenrekorder abspielen. Stimmt. Oh Mann, ich muss das doch wieder lauter drehen. Guten alten Kassettenrekorder. Ja. Wo man noch mit einem Feinliner dann den Bandsalat wieder aufkurbeln ja. musste. Genau. Oh, okay. Hallo. Ja. Genau. Früher im Auto, Blaupunkt Berlin oder was das war. Ja, genau. Oder mit Tesafilm oben die rausgebrochenen Spülungssperren überkleben. Ja, genau, wieder zukleben. Mhm. Oder die Bänder reparieren. Ja. Das hatte noch was. Das war eins der wenigen Sachen, die ich mir nie angetan habe. Naja, aber ihr könnt sagen, was ihr wollt, das hatte schon ein bisschen mehr Stil als. Wir haben als übrigens MP3 nur noch 15 Kacke. Sekunden. Ja, mhm. Oh ja, tatsächlich. Oder das Duellvideo 2000 gegen SVS. Gegen SVS, genau. Ja. Wir hatten Video 2000, wir waren auf der Loserstraße. Ja, wir waren VHS. Ja, dann einfach von Panasonic mit mehreren Bildköpfen. Das war so toll. Oh, wohin muss man? Ja, wir müssten umdrehen und genau zurück wieder. Wenn man bedenkt, dass man... Nö, nach links, nach rechts müssen wir doch, oder ne? Hab ich keine Richtung, Moment, ich Hilfe. Wenn wir zum Dreieck wollen, müssen wir praktisch gleich runterhopsen. Mehr oder weniger. Okay. Ich versuch dich zu finden, ich hab grad keine Richtung. Ja, dann machen wir es aber so, oder? Drehen wir um dann oben. Okay. Ob das so die gute Taktik ist. Wenn man bedenkt, was man für den Videorekorder damals gezahlt hat und heute kriegt man die für 20 Euro täglich. Ja, ja. Kriegt man die noch? Ja, manchmal, also bis vor kurzem war noch bei Aldi zwischendurch ab und an ein Videorekorder tatsächlich im Angebot. Okay, ich hab ein paar Pakete. Ich auch. Echt ein paar Pakete? Ich hab drei oder vier. Ich hab 15 Pfeile und ein Speer. Pfeile waren auf jeden Fall auch dabei, und zwar richtige. Ich hab Narcotic-Pfeile. Okay.
Hinter dir, weiter, weiter, weiter. Für uns rennt keiner her. Und die nächsten rennen ziemlich weit rechts. Okay, sehr gut, sehr gut. Oh, ich bin außer Atem. Jetzt kann ich gerade mal gucken, was ich habe. Slingshot, Stone Arrows und irgendwie jede Menge Steine. Hm, toll. Ja, Steine liegen da oft mit drin. Seid ihr hinter mir? Ich bin hinter dir, ja. Ich bin hinter Danu. Gut. Ich kann allerdings gerade nicht wirklich rennen. Ein bisschen Wald schaffen wir es noch irgendwie. Wir haben keine Verfolger, insofern ist gut. Runter ein bisschen in die Steine. Dann haben wir Deckung. Strike zur Linken. Sollten wir vielleicht ein bisschen Abstand halten, falls dieses komische Event wiederkommt. So, hier ist doch cool. Hier können wir uns mal runterpflanzen. So, Gewicht. Holz, komm! Mann, kein Holz. Gibt's doch gar nicht. Es hat Angst vor dir, das Holz. Glaube ich auch. Ich wäre soweit erstmal gerüstet. Wie wollen wir weitermachen? Aua! So, ja, wie gesagt, wollen wir hier noch ein bisschen bleiben und leveln, bis wir zumindest einen Bogen haben. Können wir machen? Ja. Okay. Ich versuche mal an Narco-Berries und so zu kommen hier. Ich sammle ein bisschen. Vielleicht kann ja einer von euch Flint sammeln hauptsächlich, dass wir dann Pfeile bauen können. Nimmt am besten die kleinen Steinhaufen, die zerspringen nicht so arg und geben genauso. Ja, stimmt, liegen hier ja auch ordentlich rum. Komm, mach ich auch gerade mal mit. Aber ist die Schrift jetzt größer von den Toten oder warum? Ja, ich weiß auch nicht, das ist mega. Irgendwie schon. Und die irgendwie einstellen? Aber das hat uns doch beim Event schon gewundert, oder? Und die irgendwie einstellen? Nee, ne? Größe? Nein. Nicht, dass ich wüsste. In meiner Nähe, ich baue mal ein paar Wände. Ja, ich bin in deiner Nähe.
Jetzt Punkte. Ich baue jetzt 18 Wände, also hab da so einiges. Höre Libellen. Ja. Ja, aber die greifen doch nicht von alleine an. Normal. Irgendwie haben sie vorhin schon alleine angegriffen, aber. Was machst du eigentlich nur, wenn eine Leiche in der Nähe liegt? Ja, wahrscheinlich. Zufällig hitten oder wenn du halt eine versehentlich triffst. Aber im Normalfall sollten die eigentlich nicht angreifen. Sollten. Seid ihr in der Nähe? Ich sehe euch nicht. Kriegt ihr Erfahrungspunkte von mir? Weil es kommt ja gerade echt viel an. Ja. Trifft auch gerade ein bisschen. Weil dann sollte man jetzt nämlich den Bogen schon lernen können, so langsam. Ah, auch noch ein Level, ja, das soll ich gleich haben. Einen brauche ich auch noch, ja. Da ist er. Okay, ich lerne ihn. Stone Arrow, Trank Arrow, und dann bauen wir die Dinger mal. Gut, gibt weiterhin Punkte. Narcotics, alles an Narcotics, was ihr habt, könnt ihr mir geben, dann kann ich die Dinger jetzt sammeln, weil ich habe saumäßig viele Pfeile. Normale. Wenn du. Ja, genau. Da. Jawohl, das waren viele, die da hattest. Sehr schön. Ja, ich sammle ja fleißig. Rember, wenn du kommst, kann ich auch noch welche bauen. Jawohl. Du bist irgendwie so schnell. Was ist? Du bist so verdammt schnell unterwegs. Und jetzt nehme ich Doors auf statt die, was ich eigentlich wollte. Mal hingelegt, ja. So, Narcoberries, noch jemand? Ich hab die Pfeile schon. Noch nicht? Hast Pfeile schon? Ja. Okay, dann brauche ich nicht bauen. Ja. Gut, ich habe. Ich habe auch nur 18 Pfeile jetzt bekommen. Hast du welche, Xar? Ich habe auch wieder gerade welche gecraftet. 21 Pfeile habe ich jetzt am Start. Ja gut, Narco-Pfeile meine ich. Hier, Danu, hier liegen 9 Stück vor mir. Da beschießt uns einer. Gut. Das war ein Headshot oder was? Ich habe den überhaupt nicht gesehen. Kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, jetzt war er gerade hinter mir. Ja, der ist hinter dir her. Ja, oder bei Rambo. Bei Rambo ist er. Oh, Junge. Warum immer ich? Mann. Weil du ein verlockendes nachschaust. Ja, wahrscheinlich. Ja, das gibt's doch nicht. Ey, wie schnell ist der denn hinter mir her, ey? Meine Herren, ey. Level 11, Alter. Ich hab's jetzt echt nicht verstanden. Ich hab den überhaupt nicht gesehen. Der hat mich mit einem Headshot direkt getötet. Dann ist auch nicht mehr. Ich hab einen Treffer. Fuck, bumm, tot. Mann. Ach ja, lass uns das morgen schnell hinter uns bringen. Oh. Ja. Xa, du lebst noch? Ich lebe noch, aber ich habe keine Ahnung, wer ist ein DSJ? Ich bin bei dir in der Nähe. Die Sonntagsjäger sind das. Gut, jetzt habe ich nämlich auch PvP Pfeile oder PvE? Bogen. Müsste PvE sein. Mittlerweile habe ich Pfeile und Bogen auch. Ja, habe ich auch, aber wie gesagt, der Typ war so schnell hier durch, dann habe ich echt weder getroffen noch bin ich hinterhergekommen. Auch dass der schon Pfeil und Bogen hatte, ich meine, der war gerade Level 11. Das heißt also, der kann dich genau so oben gefunden haben. Ja, war ganz knapp vor uns. Hinter dir ist ein Dilo. Der einen hier.
alle gut. Sind nicht nur gut, wir sind die Besten. Wollen wir dann einfach mal kamikaze-mäßig über den Fluss gehen? Hinter dir ist ein Tilo. Kommt nicht auf den Stein hoch. Oh Mann, gut 1000 Fiber im Inventar. Aber ich sehe hier gerade, ist das Wadenkreuz auch aktiviert. Na toll. Deswegen hat er so gut getroffen. Ja, der hat mich ja überhaupt nicht verfehlt. Jeder Schuss hat gesessen. Also DSJ ist PvE. Okay. Jo. Ach Mann. Also Kamikaze über den Fluss. Oh Mann, den muss ich mal noch haben. So eben fertig machen. So. Oh, ich bin ganz schön eingefressen. Moment. Futtern. Skorpion. Oh. Also ich fand, bevor wir anfingen zu trainieren, waren wir besser. Ja, bitte schon. Ja, ich muss schnell mal, oder ich nehme mal besseres Team bei euch. Okay, also. Aber was willst du da machen? Dann bist du. Na gut, wir hätten uns hinlegen können. Wir haben uns nicht dran gehalten, dass man sich hinlegt, wenn man. Ich hab mich immer hingelegt. Ich auch, aber gut, wir haben es auch überlebt. Da drüben ist noch ein totes Viech. Ja, Rembo und ich standen. Wir haben, glaub, gerade. Ne, was war denn da gerade? Pfeilen. Pfeilen haben wir gerade rum. Ja, stimmt, ich war gerade am Bogen bauen. Da hatte ich mich nicht hingelegt für. Oh, dann mal los. Moment, mal in eurer. Ich schon hin. Oh, hier scheint es echt, hier können wir rüber. Super Standbild, juhu. Ja, dann erzählt uns den Schwank aus eurem Leben. Nee, wir stören euch nicht. Aber es war bisher noch kein Event, oder? Ja. Doch, Harvest Seed. Ach ja, doch, stimmt, Harvest Bounty. Ja, Harvest Bounty, genau. Mal, wie levelt der Kerl eigentlich so schnell?
Hier, der Herr Alaytok. Hä? Wie? Ich? Ja. Wieso? Weil ich jetzt 46 bin? Ja, du gehst ganz gut ab. Ja, ich arbeite dran. Guck mal nach draußen, dann guck dir mal an, das Türmchen wächst und die Mauer. Moment, gesagt, ich bin überladen. Ja. Und du cheatest. Nee, ich bin tatsächlich einfach nur fleißig. Ja, du hast doch nicht gehabt, dass du dir da einen Fallen eingefangen hast. Na, davon gibt's reichlich, so ist nicht. Da flattert hier doch eine Amazone vorbei, du, ist das zu fassen, du? Auf dem Quetzal. Jetzt gerade bin ich auch ein bisschen faul, nachdem ich da heute so fleißig am Farmen und Basteln war. Könnte ich da ja locker runterflippen. Ach. Oh. Spino ein paar Level vorangebracht. Vögelchen Level mehr drauf. Siehst du, du fragst, wieso er so ein Level hat. Und wie gesagt, draußen fleißig an der Mauer weiter gebastelt und am Haus. Das klingt doch alles gut. Dann müsste ich wieder farmen gehen und da habe ich keine Lust zu. Thorsten? Ach, insgesamt Stein, Holz, das Übliche. Ich habe jetzt so viele Wände heute gebaut. Na, könnte ich eigentlich auch mal wieder ein paar verbauen von. Das heißt also, morgen spätestens wieder den Sonic schnappen, hieß das so. Da, jetzt habe ich dich gerade. Achso, da. Ich bin einfach noch ein bisschen weiter ins Berg hoch. Und die Ellie und dann wieder durch den Wald. Und alles mitnehmen, was fällt. Jo, hier sind wir schon bei den Eisensteinen im Prinzip. Theoretisch könnten wir jetzt anfangen mit Craften. Dumme ist halt, dass wir kaum Holz in der Nähe haben. Ja, da fliegen wir ein Stück runter. Minus zum Tälen. Na, du lass es uns mal noch ganz hoch gehen. Andererseits, in Anbetracht des Events, seid froh, wenn keine Dinos da sind. Doch. Also ich bin da hochgekommen, Xa. Okay. Ja, aber solche Survival-Dinger sind, wie gesagt, auch sehr viel Glück. Du hast ja jetzt auch gesehen, dann stehst du einmal kurz still, legst dich nicht hin und genau in dem Moment kommt einer mit dem Bogen und Pfeil vorbei. Ja, gut, andererseits, das ist eine Grundregel, an die habe ich nicht gedacht und... Ja. Aber du kannst dich auch hinlegen, wenn er im richtigen Winkel kommt und er sieht dich und du kriegst ihn nicht mit. Ja, gut, das ist klar. Du kannst dann trotzdem entdeckt werden, das ist... Aber hier oben ist eigentlich ganz... Oh, ein Parasaurier-Ei. Wollen wir jetzt ein bisschen Kippel kochen? Mach mal! Dir traue ich das zu! Acid Rain? Ja, das macht Schaden, wenn du getroffen wirst. Also, wenn du im Gegenstich. Also irgendwie kenne ich die ganzen Events ja nicht. Ja, wie sollst du vom Regen in Sicherheit gehen? Musst du da schon eine Hütte gebaut haben bis dahin, oder wie? Ja, oder halt ein kleiner Unterstand. Bei der Schaden ist es nicht so arg, aber... läuft schon. Ja, je nachdem, wenn du gerade schon ein bisschen angeschlagen bist oder so. Ja, wenn er... Aha, er macht die Rüstung kaputt. Auch? Nö. Oberteil ist gerade kaputt gegangen. Lol, sagen wir so, meine ganze Rüstung ist gerade kaputt gegangen. Meine auch. Oh, das ist ja saufies. Bevor das schon und was kostet Teures. Kostet doch verdammt viel Leben. Ja, ich bin das ja, schon. Dann ohne die Rüstung Hälfte wahrscheinlich. Runter. Ich auch.
Lass uns hier bleiben. Bauen wir hier in die zwischen die Bäume einen Pin hin. Okay. Ja, ich bin unter der Hälfte vom Leben. Boom. Ach ja, Fleisch habe ich vorhin auch ein bisschen auf die Futtertröge verteilt. Super. Schön, schön. Also wenn du da zu wenig Früchte hast, das geschah's. Mhm. Weil die bringen ja nicht viel. Nein, nicht wirklich. Wo kommt hier oben eigentlich Gunpowder rein? Da wo es Benzin ist, einfach erstmal. Ja, gut. Jetzt könnte Regen bitte aufhören. Na, warte kurz da nur. Warte kurz, ist gut gesagt. So, mal gucken, ob das reicht. Also irgendwie sehe ich den Regen noch durch, aber schauen wir mal aufs Leben. Ja, das Leben erholt sich. Ich habe nur absolut keine Beeren mehr. Kann ich dir welche geben? Ja. Danke. Oh man, das. Du hast uns da gerade komplett eingemauert. So. Und ihr Rausen, da wartet einfach nur einer auf euch. Ja, solange der Regen da draußen ist, ist es okay. Glaube eh nicht, dass es allzu viele rumlaufen. Na. Die Bären bringen da auch eigentlich nichts. Stärkt nicht wirklich. Also, wenn du keinen Hunger hast. Hat wahrscheinlich der Xarsche längst den Level, gell? Natürlich, Level? Level 15. Nein, Level 15. Brauchst du ein bisschen Halt? So. Ich kann es eigentlich noch nicht herstellen, bitteschön. Brauchst du noch irgendwas? Glaub nicht. Hier haben wir noch eine Hose. Dort. Also Xar kann Schneider werden. Wie lang geht denn der Regen? Lange wie es scheint. Ja, ja, es regnet was? Immer noch. Es sind doch nur noch 33 Spieler. Na ja, gut, es waren ja nur ein paar 60, jetzt oder? Jetzt dürfte es auch sein. Ja, hat aufgehört. Was? Die lassen sich alle von Vögel killen. Tja. Ja, erinnerst du dich noch an unsere Vogel? Nö, überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ja, wahrscheinlich sind da einige gerade an derselben Stelle. Ja. Und die ganzen Nix bauen, das ist auch verschärft, sobald nur so ein bisschen was im Weg ist.
Brauchst du noch eine Narkosepeile oder hast du Knuxa? Ah, hab ich. Obwohl doch, 19 habe ich jetzt. Okay. Die Stone Fence Foundations hast du bei uns schon oben gefunden, oder, Alay? Ja, ich habe ja schon Metal Fence Foundation extra angeliefert gekriegt, damit ich die ersetzen konnte. Ach so, sind wir das schon. Ja, perfekt. Deswegen, die Mauer ist komplett neu im Prinzip, die jetzt draußen steht. Jetzt weißt du, wie er zu seinem Level kommt. Ich habe jetzt hier oben nur die Narcotics, die ich jetzt noch hatte, in den Schrank geschmissen. Oder 10 beim Raptor, die hat nicht viel gefressen. Und da habe ich so noch zwischendurch ein paar hergestellt und ähnliches, deswegen hatte ich das jetzt hier oben wieder aufgestockt. Aber hier hast du halt so gut wie null an Dinos. Ja, das stimmt. Außerdem einen Trike da oben. Ist auch bald Mitternacht, dann müsste das Marker-Event kommen. Da geht so woanders hin. Ne? Lass uns ein bisschen mehr runter zum Fluss gehen vielleicht. Ja. Yep. Weil ich jetzt gerade nicht mehr wirklich viel sehe. Geh ein bisschen von den Steinen weg, dann siehst du wieder mehr. Ah ja, hier drüben geht's auch. Ich hoffe, jetzt kommt hier nicht irgendwas angeschissen. Der recht ungünstig. Oh, 22:40 Uhr. Werde ich soweit sein. Ich muss mal unbedingt die Grafik noch weiter runterdrehen. Oh, irgendwas ist. Ja, Ameisen. Ja, also die krabbelnden habe ich klein. Die fliegenden weiß ich nicht, wo die sind. Irgendwo bei mir muss eine sein, ich sehe sie aber nicht. Ich lieg jetzt schon und stech nach oben, aber treff nichts. Ja, nichts. Ich auch nicht, aber wenn ich aufstehe. Dürft weg sein, wo auch immer. Schon. Dreiviertelstunde. Arctic Monkeys? Was? Ach nee, das habe ich in einem Video schon gesehen. Greifen die es an oder was? Na toll. Sind das wir Kack, ja, Events. Super, mitten in der Nacht, wenn es nicht siehst. Wie was, aber die Scheiße werfen Affen auf Aggro oder was? Ja, ja, es tauchen plötzlich zig Affen auf, habe ich in einem Video schon gesehen, und greifen dich an mit Scheiße. Na, das finde ich auch gleich tot. Wenn da 10 rund um dich stehen, was glaubst du, wie lange du lebst? Gibt's doch wohl nicht. Und tot. Ja, bleibt ein Pech und Bannen, has been eliminated. Oh, tut mir fürchterlich leid, hat auch nicht besser geklappt. Doch, ein bisschen schon. Aber was sind das für beschissene Events hier zur Zeit? Das ist ja fürchterlich. Viel Spaß dann. Bis zum nächsten Mal. Aber echt.